Hallo und herzlich willkommen zurück bei Medieval. Tja, in der letzten Folge waren wir hier in der Irrenanstalt, was ja eigentlich mehr ein Labyrinth mit Rätseleinlagen war. Und heute, ja, erreichen wir das Hauptgebäude, die Anstalt Verliese. Kann ich mich nicht genau dran erinnern. Ich glaube, an der Stelle hatte ich schon immer aufgehört zu zocken. Das heißt, ab jetzt könnte es ein bisschen blinder werden, als es sonst war. Okay. Wow. Seht ihr, wie wenig Prozente wir für die Untoten hier kriegen? Hier drin wimmelt's von Gegnern. Na herrlich. Ja, diese Anstalt hier, die scheint mir so eine Art Kampfarena zu sein, die wir einfach nur überstehen müssen. Aha. Wir haben schon eine Gesundheitsflasche eingebüßt. Uiuiuiui. Ich hoffe mal, hier gibt es zwischendurch auch Heilung. Wow. In Bewegung bleiben, alles klar. Schön in Bewegung bleiben. Jetzt fange ich auch noch öfter zu schießen. Gefällt mir gar nicht, dass wir so oft Treffer kassieren. Jetzt ist hier die Tür aufgegangen, alles klar. Jetzt. Tatsächlich Fledermäuse bloß? Nee. Bisschen Energie. Das geht's doch wohl nicht. Okay, die Anstalt ist echt ein bisschen krank. Ich bin fast tot. Mensch. Oh Mann, ey. Silberschild gefunden. Oh, herrlich. Die wirklichen Insassen hier. Da ist noch eine. Sehr schön. Oh,
jetzt 81%, also es könnte noch klappen. Sofern er nicht noch eine Überraschung auf uns wartet. Boah. Okay. Ist jetzt wohl die Tür aufgegangen? Jawohl. Auch noch ein Lavagraben und Kanonen. Okay, die sind wohl erstmal nur hier drüben. Eigentlich müssten die Kanonen die auch wegfeuern. Nein! Nicht in die Lava! Oh. Toll so, es hilft ja auch ungemein. Ja, ist klar. Nochmal rein. Toll. Da haben wir uns wieder eine eigene Idiotie. So, blaue Bombe für die. Für uns alle. Wie kann man so blöd sein, da noch reinzuspringen? Das zweimal hintereinander. Okay. Hier haben wir schon mal den Heldenpokal. Einen Schlüssel. Oh mein Gott. Das wird nie und nimmer für alles reichen, aber wenigstens ein bisschen. Der Bürgermeister drin. Oh, bin ich froh, euch zu sehen. Oh, der Zarow wollte mich zur Herausgabe des Schattenartefaktes zwingen und die Dämonen aus ihren Gräbern im Zauberwald befreien. Aber ich habe ihm gesagt, du kannst mir nichts tun, du aufgeblasener Lackel. Ich bin der Bürgermeister, habe ihm gesagt. Dann hat er mich mit den Verrückten hier eingesperrt. Einfach furchtbar. Ich hab seit Wochen kein vernünftiges Wort mehr gesprochen. Ja, ich find's selbst hinaus. Na, schaut euch nur um, mein Freund. Der Zarow hat ein paar Sachen hier gelassen. Sie könnten euch nützlich sein. Hm, hier zum Beispiel diesen zweiten Drachen, Edelschleier. So, jetzt wo wir zwei davon haben. Nö, können wir noch nicht anwählen. Gibt's hier denn noch mehr? Den Pokal haben wir. Hier ist der Ausgang. Okay. Einfach raus. Puh. So, Heldensaal, hast du was Neues? Besseres für uns. Wie wär's mal mit einer neuen Lebensflasche? Okay, hier unten. Ich sehe mir immer mal wieder an, ob hier unten vielleicht wieder einer leuchtet, aber tut's gerade nicht. Die Dame auch nicht. Der mit dem Schild auch nicht, ja. Aha, der Zentaur ist wieder in grün. Der nicht. Der auch nicht. Okay, nur der Zentaur. Dann wollen wir mal sehen, was der noch für uns hat. Hey Daniel, ihr ist das Geräusch. Keine Ahnung, was das ist. Na, wollt ihr es riskieren? Klar, mal her damit. Wie jetzt, keine Ahnung, was es ist. Brennpfeil-Langbogen. Aha. Feuerpfeile praktisch. Nett.
Achso, wir müssen. Wir müssen schon nach rechts scrollen, alles klar. Okay. Ist ja überhaupt nicht wenig, was wir hier schon haben. Gut, dann können wir ja wieder gehen. Und hopp. In Ordnung. Ein neues Gebiet haben wir hierdurch nicht freigeschaltet, aber wir haben den zweiten Drachenedelstein. Und damit können wir in Zaubererde endlich weiterkommen. Hier. Gut, aber bevor ich das mache, würde ich sagen, beende ich hier die Episode, die Folge, wie auch immer, auch wenn sie ziemlich kurz war. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, dann gehen wir nach Zaubererde zurück und kommen hoffentlich durch diese Laserbarriere durch. Also, tata!